Der Atommüll liegt jetzt da rum. Und wir müssen eine Lösung finden. Und wir dürfen diese Aufgabe nicht einfach auf nächste und übernächste und überübernächste Generationen verlagern. Ja, mein Name ist Andreas Fox. Ich bin im Planungsteam Forum Endlagersuche jetzt seit 2 Jahren, seitdem wir dieses Format jetzt gestartet haben. Hatte mich vorher auch schon beteiligt am Vorgängerformat zur Fachkonferenz Teilgebiete. Es geht ja um die Suche nach einem Endlager für hochaktiven Atommüll. Und dort hat man ja per Gesetz auch ein Verfahren gefunden, wo die Öffentlichkeit sehr intensiv beteiligt werden soll, damit die Öffentlichkeit in diesem ganzen Prozess der Entscheidungsfindung über viele Stufen und man muss auch zum Teil auch leider sagen, über viele Jahre, aber es geht halt nicht anders, wenn man es gründlich machen will. Also, dass die Öffentlichkeit an diesem Prozess beteiligt wird. Darauf kommt es an und dafür gibt es ja jetzt dieses Forum Endlagersuche mit dem Planungsteam. Und das Planungsteam hat als erste Aufgabe die Veranstaltung Forum Endlagersuche, die ungefähr einmal im Jahr stattfinden sollen, zu organisieren, vorzubereiten, sich ums Programm zu kümmern, wie auch jetzt ne, für das nächste Forum, das im November stattfindet. Und das Planungsteam sieht seine Aufgabe auch darin, zwischendrin ja, dafür zu sorgen, dass das, was passiert bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung, die diesen Plan macht, und bei dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, BASE, ja, das sich eben auch um das ganze Verfahren kümmert, dafür zu sorgen, dass das, was da läuft, auch in die Öffentlichkeit transportiert wird. Und dafür machen wir auch Workshops zum Beispiel und wir beteiligen uns auch an Workshops, die andere organisieren, zum Beispiel das Nationale Begleitgremium. Ich glaube, das Forum als solches wäre ja ein Oktopus. Der Oktopus ist ziemlich schlau und er hat viele Arme, viele Beziehungen in seine Umwelt hinein und er hat auch viel Kontakt zu dem, was um ihn herum passiert. Ja, ist auch in gewisser Weise auch wohl ab und zu mal ein soziales Tier. Vielleicht auch nur muss auch sehr viel für sich denken, aber es ist eben auch eine Art soziales Tier, würde ich mal so annehmen. Ja? Also das Einprägsamste an diesen ganzen Gesprächen und an dieser Arbeit letztlich, ja? Die ja viel inhaltlich sachliche Arbeit ist und auch viele Arbeit der Organisation und auch viel Arbeit, um unterschiedliche Interessen zusammenzubringen und unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringen. Das Einprägsamste ist eigentlich das Erlebnis, dass es auch es gute persönliche Beziehungen gibt, die sich daraus entwickeln, dass auch eine gewisse Vertrauensbasis auch über alle unterschiedlichen Ansätze hinweg sich entwickelt und entwickelt hat, in dieser Arbeit des Programmteams Forum Endlagersuche. Natürlich gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Ja, das ist auch einprägsam im Negativen auch schon mal. Aber wenn wir erstmal schauen auf das, was gelingt, ja, dann gehört das auf jeden Fall dazu, dass die Menschen, die dort miteinander arbeiten, arbeiten müssen, zum Teil auch ja, Profis und Nicht-Profis, Menschen aus Behörden und Menschen aus der Zivilgesellschaft, dass die eben halt dann doch auf ein Level auch im Gespräch kommen, mit dem man arbeiten kann. Also ich glaube, es ist gelungen, dass die Arbeit der BGE, die sich ja eigentlich um die Entwicklung ja, dieses Vorschlags für einen Standort, für ein Atommüllendlager kümmert, dass diese Arbeit auch öffentlich diskutiert wird. Und natürlich spielt auch die Rolle die Arbeit des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, ja, die auch einen Blick darauf haben, wie es insgesamt läuft. Und es gibt ja dort aktuell eine große Diskussion darum, wie die zeitlichen Perspektiven sind. Auch wir haben dazu beigetragen und werden auch dazu beitragen, dass auch diese Diskussion
auch öffentlich geführt wird und dass auch der Kernpunkt des Gesetzes, des Standortauswahlgesetzes, dass man nämlich die bestmögliche Sicherheit will, dass das auch weiter gewährleistet wird und auch in Zukunft die Öffentlichkeit intensiv an diesem Prozess beteiligt wird. Das ist in der Vergangenheit, glaube ich, recht einigermaßen gut gelungen. Und in Zukunft gelingt es hoffentlich weiter, mindestens ebenso gut, wenn nicht noch besser. Also ich wohne in Helmstedt und in unmittelbarer Nähe haben wir das Atommüllendlager Morsleben. Wir haben die Asse in der Nähe, wir haben die Stadt Konrad in der Nähe und wir haben auch in der Nähe Gorleben. Ja? Also viele zum Teil gescheiterte Atommüllendlagerprojekte. Und von da aus war es für mich tatsächlich zwingend, ja, mich als unmittelbarer Nachbar dieser Anlage in Morsleben auch mit drum zu kümmern. Meine andere, zweite Motivation besteht darin, dass die Ziele, die die Endlagerkommission entwickelt hat für dieses Gesetz, dass es eine intensive Öffentlichkeitsbeteiligung und eine wirksame Öffentlichkeitsbeteiligung geben muss, auf Basis zureichender guter Information, dass dieses Ziel, was sich auch im Gesetz wiederfindet, Wirklichkeit wird, dass die Öffentlichkeit richtig dran ist an den Entscheidungen und den Entscheidungsalternativen, die es in diesem Verfahren der Standortauswahl gibt. Der Atommüll liegt jetzt darum. Und wir müssen eine Lösung finden der bestmöglichen Sicherheit. Ich glaube, das Stichwort ist ein gut gewählter Begriff. Bestmögliche Sicherheit. Und wir dürfen diese Aufgabe nicht einfach auf nächste und übernächste und überübernächste Generationen verlagern, die dann vielleicht gar keine Lust mehr dazu haben, die nichts mehr davon gehabt haben. Ja, auch jetzt sind schon viele Menschen da, die nichts mehr vom Atom gehabt haben, in Anführungsstrichen, und die auch vielleicht kein Geld mehr dafür haben. Also das ist eine Aufgabe, der wir uns heute stellen sollten. Und ich denke, das ist aus sich heraus ein guter Grund, sich an dieser Diskussion zu beteiligen und in diesen Prozess einzusteigen, sich über einzelne Themen mit der ganzen Frage auseinanderzusetzen und dann zum Beispiel auch, ja, im PFE mitzuarbeiten. Also entweder lassen Sie sich wählen auf dem ersten Forum Endlagersuche als Exponent einer Statusgruppe, zum Beispiel aus dem Kreis von Bürgerinnen und Bürgern oder aus dem Kreis gesellschaftlicher Organisationen oder anderer. Oder Sie sind zum Beispiel in der AG unter 35, junge Generation, und engagieren sich da, wie es Ihnen zeitlich eben auch möglich ist. Und dann können Sie immer wieder mal dann auch von dort aus delegiert werden in das PFE.